Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück beim Hochsauerland Gaming. Ja, Leute, im letzten Video haben wir hier die Verlobung gemacht. War recht nice, muss ich dazu sagen. Wir machen jetzt auch gleich hier weiter, ohne lange hier rumzuschnacken, weil ich habe in dieser Folge was ganz Spezielles vor mit euch. Was das sein wird, werde ich gleich noch mal genauer drauf eingehen. Leute, es ist hier. Ich habe hier so viel Pläne. Ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst machen soll. Aber ja, werden wir gleich sehen, was ich hier vorhabe. Ich muss jetzt nur mal gerade hier kurz das selbst noch runter dreschen von dem Feld hier, was noch fehlt. Ja, Leute, wie gesagt, die Verlobung haben wir gemacht. Kommt auch recht gut an bei euch. Natürlich habe ich noch etwas weiteres hier in Ellerbach, was wir jetzt als nächstes machen werden, weil sonst würde die Verlobung eigentlich keinen Sinn machen. Was das genau sein wird, wie gesagt, sage ich euch jetzt gleich. Oder ihr werdet es auch sehen. Wir haben ja ein bisschen Geld haben wir, bevor wir ja hier wieder anfangen zu säen für unsere nächste Runde hier mit dem Ernten. Ja, Leute, die Felder sind hier nicht ganz so, für einen Helfer geeignet, weil doch das ein oder andere dann liegen bleibt. Deshalb muss ich hier sehr viel selber ernten, weil gerade diese kleinen Felder hier, die verwinkelt sind und um die Ecke gehen, nicht gerade viel Erfolg bringen mit dem Helfer. Ich habe auch schon versucht mit GPS ernten oder mit Curseplay. Curseplay können wir hier natürlich ganz vergessen. Ich habe das ausprobiert. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Also ja, das harmoniert nicht miteinander. Aber wir können einmal gerade, bevor ich jetzt rüberfahre und das letzte Feld noch abernten lasse, einmal hier den Drescher abtanken. So viel wie da noch reingeht, Leute. Mal ein Bierchen trinken, Prost. Heute mal aus der Dose, hier original aus der Dose. Die Marke werde ich natürlich so nicht verraten. Die Marke verrate ich nicht. So, dann fahren wir rüber, weil ein Feld haben wir noch zu ernten. So, da sind wir auch schon angekommen. Ich fahre das Ganze jetzt einmal runter. Oder ich mache das jetzt hier. Das muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier reingehe und mache jetzt hier den Helfer an. Ja, okay. Es funktioniert. So, dann bringen wir den jetzt hier rüber. Lassen wir den mal hier stehen, weil wir müssen jetzt nämlich
ja, ein paar Schwadbahnen hier machen. Die machen wir auch gleich an. Ja, das klingt gut. Ja, Leute, machen wir ein bisschen Real Talk in der Zeit. Ja, was ist passiert im letzten Tag oder in den letzten Tagen? Ja, nichts Neues ist passiert. Meiner Schwester geht's gut. Ja, dem Kind geht's auch gut. Das ist hier die Hauptsache, dass alle gesund und munter sind. Dass ich schreibe wirklich ja, täglich mit meiner Schwester im Moment. Wird auch so bleiben, dass der Kontakt aufrecht erhalten bleibt. Ja, auch mit der Mutter, das ist ja. Sehr gut im Moment alles. Werde jetzt auch demnächst wieder rüberfahren und mir dann natürlich die Kleine einmal anschauen. Und Leute, dazu werde ich einmal hier auf dem Kanal einen Live-Blog starten. Wenn ich rüberfahre, werde ich die Kamera mitnehmen. Ich werde dann das Ganze per Cam festhalten. Oder vielleicht mache ich auch ein Live-Video, aber das mit dem Live-Video, das ist so eine Sache, weil ich möchte auch nicht, ja. Also ich werde euch die Kleine einmal zeigen, in einem Video, aber ich werde keine Ortsangaben dazu geben und ich werde auch keine, ja, Gesichter dazu geben. Wer die Mutter oder wer der Vater ist, das mache ich einfach nicht. Das ja, hat auch so ein bisschen Privatgründe. Leute, da müsst ihr einfach mit einverstanden sein. Es gibt auch noch Privatsphäre und die halte ich hier ganz groß ein mit dieser Sache. So, wenn wir das Feld jetzt hier fertig geschwadet haben, dann habe ich das nächste, ja, Ding hier vor, was wir jetzt kaufen werden, weil wir haben ja noch ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen Geld, aber wir haben Geld, aber jetzt nicht so, dass wir um uns hier rumschütten können. Ich cheate auch kein Geld. Also das, was ich hier mache oder was ich hier ernte, ja. Was wir haben, haben wir. Was wir nicht haben, haben wir nicht. Ganz einfach ist das. So, jetzt fahren wir einfach mal durch. Das bietet sich nämlich gerade an. Ja, und noch ein Bierchen trinken. So, jetzt werden wir gleich hier einmal schauen. Hier noch ein bisschen um die Ecke rum. Ah, oder? Ah, naja, ist. Ja gut, der hat sich da rumgezogen. Leute, wenn von euch mal einer Interesse hat an einem Multiplayer-Game, also wo wir zusammenspielen können, könnt ihr das jetzt unten in die Kommentare schreiben. Ja, schreibt das unten in die Kommentare und ja. Dann sehen wir uns vielleicht bald hier zusammen beim Online-Game im Multiplayer-Modus. Würde ich mich sehr darüber freuen, mit dem ein oder anderen hier in Ellerbach mal zusammen zu spielen. So, jetzt muss ich mal gerade schauen.
wie machen wir das denn jetzt? Ja, doch, wir fahren jetzt einmal so rum. Ja, doch, 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 passt gut. Können wir so machen. Ist jetzt nicht die feine englische Art. Es wird auch jetzt. Ich weiß nicht, ob es. Ja, wenn die Folge hier kommt. Wenn die Folge kommt, werden wir auch noch in kürzester Zeit hier einen Livestream haben, wo ich dann live ja, das Ganze hier spiele. Gut. Ja, unser Helfer hat fast einen vollen Korntank. Machen wir das jetzt hier auch noch. Ja, Leute, müssen wir jetzt auch noch das Feld machen. Das ist jetzt auch egal. Die 5 Minuten macht jetzt auch nicht mehr fett. Wir werden natürlich hier überall Quaderballen pressen, die wir dann bunkern werden. Also wir verkaufen jetzt keinen Strom mehr. Wir tun das alles jetzt bunkern. So, da haben wir nämlich noch eine Fahrt. Eine Reihe haben wir noch. Und ja, wenn wir jetzt die eine Reihe hier fertig haben, dann werden wir erst noch den Drescher abtanken, denke ich mal. So, machen wir das Ganze mal aus. Haben wir hier noch zwei in der Mitte. Und dann zeige ich euch, was wir jetzt kaufen. Na, ich hoffe, dass die 112.000 Euro reichen. Ach, ist schwierig. Ist sehr schwierig. Ist sehr schwierig. Ja, hat den Grund beendet. Ja, Leute, das sind die Felder hier. Ja, da kann man das Ganze nicht so planen, wie man das gerne hätte. So, wir schauen, den brauchen wir nicht. Aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus, was der Helfer hier gemacht hat. Haben jetzt hier noch so ein bisschen, ja, das werden wir jetzt noch hier ernten. Ja, Leute, wir ernten das jetzt noch schnell runter und ja, wenn wir dann hier fertig sind. So, jetzt haben wir das fertig. Leute, ich würde mal sagen, wir holen mal den anderen Anhänger, weil der hier ist schon ziemlich voll. Ja, mit dem Xerion klappt das wirklich sehr gut hier, Leute. Bus im Bus. Ich muss auch mal groß, Digga. Ich müsste mal echt groß, Digga. So, jetzt laden wir das Ganze mal hier ab. Tja, die nächste Runde. Ja, was sehen wir die nächste Runde? Das ist hier die große Frage. Weil wir werden jetzt genug Stroh hier haben. Was heißt genug Stroh? Aber für den Anfang reicht das erstmal. Ich möchte gerne noch
Da muss ich mal gerade reinschauen. Das ist hier die 113. Die 113, was kostet denn die 164.000 Euro? Ja, wenn ich die jetzt kaufe. Ja, Leute, das Problem ist, ich sag's euch jetzt so, wie es ist, was ich vorhabe. Ich möchte gerne noch ein paar Grasquaderballen pressen. Dazu brauche ich Gras. Wäre auf der 113 gut, ja, möglich, das einmal zu mähen und dann, ja, zu mähen, auf Schwaden zu machen und dann Grasballen zu pressen. Silage habe ich leider noch nicht. Das ist das Einzige, was mir dann noch fehlen wird. Ja, hier drüben, hier wäre Feld 113. Ja, das zu mähen. Ja, Leute, guckt euch mal die geile Grafik hier an. Übrigens, die Grafikkarte, mit der ich spiele, ist ja, eine Nvidia GTX 1080 Ti Gaming X5. Mit der spiele ich hier. Das Ganze sieht hier richtig nice aus. So, dann gehen wir mal rüber. Und ernten jetzt mal hier weiter. Der Rest, was hier noch steht. Und dann würde ich einfach mal sagen, ach so, ja, das geht aber. Ja, das, Leute, das ist eine Zwickmühle. Hier zu ernten. Einmal hier zu ernten und dann, was haben wir jetzt? Ach, gerne, macht er das. Ach, jetzt macht das. Ja, ist auch egal. Es ist auch egal, Leute. Ja, ich brauche auf jeden Fall, ich brauche Grasballen. Das ist Fakt. Wir gucken jetzt mal rein. So, jetzt bin ich fertig hier mit Ernten. Ja, wir hätten auch hier die Mähtechnik, den zu mieten. Nee, den zu mieten lohnt sich nicht, Leute. Das ist einfach. Wir schauen mal jetzt rein, was wir hier haben. 46, 86, 88, 5 von Klaas. Ja, Leute. Wir kaufen jetzt das Mähwerk. Okay. Und wir kaufen jetzt noch hinten das Doppelmähwerk. So. Jetzt haben wir das Mähwerk gekauft. Ein bisschen Geld haben wir auch noch. Ja, ich muss jetzt erstmal mit dem. Wo stelle ich denn den jetzt hin? Ha, Leute, das ist eine gute Frage. Stellen den mal hier. Ne, da passt er nicht hin. Ah, ich weiß, wo wir den hinstellen. Ah, Moment. Moment. Ja gut. Nee. Wir machen die nächste Runde nochmal Weizen, Leute. Einmal können wir das noch machen. Ah, das ist sonst jetzt ein bisschen blöd. Den stellen wir jetzt hier hin. Und ja, das eine Feld haben wir nicht.
Ja, hier steht unser Glas. Ich kann mal gerade reinschauen. Feld 113 kostet 64.000, also 20.000 fehlen uns noch. Ja, Leute, wir können nicht weiter. Wir können keinen Kredit weiter aufnehmen. Wir können keinen Kredit weiter aufnehmen. Jetzt habe ich aber das Mähwerk schon gekauft. Aber wir fahren jetzt mal hoch. Wir fahren jetzt mal zum Händler und holen erstmal das Mähwerk, Leute. Ich muss mal gerade schauen, die Aufnahme von der Zeit her. Ja, das funktioniert auch noch gut. Tja. Ist auch. Op, 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 op. Was haben wir denn jetzt hier gemacht? Ja. Ja, wir fahren jetzt einmal zum Händler, Leute. Und werden dort mal das Glasmähwerk abholen, weil das benötigen wir hier. Hier ist auch schöne grüne Wiese. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Oder ich könnte auch ein Feld eigentlich Gras säen für eine Ernte runter. Ja, ein Feld Gras. Dann hätten wir auch ein bisschen Gras. Ja, das machen wir auch, Leute. Das machen wir. Wir werden ein Feld mit Gras säen. Oder zwei Felder. Ich muss ja mal gucken, welches ich nehme. Ich fahre jetzt erstmal hier hoch. Die Grafik ist wirklich sehr gut, Leute. Auch von der Flüssigkeit des Spiels her. Ohne Ruckeln, ohne Macken. So. Jetzt sind wir angekommen. Ja, bevor du hier bist, bin ich auch durch. So, dann schauen wir mal. Oh, hier, wunderbar. Da passt auch wirklich schön zum Serion, Leute. Ihr könnt ja mal unten jetzt hier in die Kommentare reinschreiben, hier unten drunter. Vielleicht hat der ein oder andere Farmer von euch im Real Life ja diese Kombination. Also wenn jemand den Xerion hat und diese Mähwerke von Klaas, würde ich mich gerne freuen, wenn ihr mal unten in die Kommentare ja reinschreibt, wenn ihr das habt. Und ja, vielleicht auch dazu noch einmal reinschreiben oder ein Bild schicken, wie das Ganze in Real Life aussieht. Boah, gigantisch, Leute, schaut euch das an. Das passt echt gut zum Xerion hier. Herrlich. Freue ich mich riesig. So, da fahren wir wieder zurück. So, Mähwerk haben wir auch für unser Gras. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Tiere, unsere Kühe. Also wir werden mit Kühen anfangen. Boah, hier so schöne freie Flächen, Leute. Da brauchen wir den Krone Big M eigentlich gar nicht. So, müssen wir mal hier in die Innenansicht. Ich werde jetzt auch endlich mal mein Lenkrad anschließen. Ach ja, vielleicht noch als kleinen Tipp, wie im letzten Video angekündigt, dass es noch ein Game jetzt hier geben wird auf meinem Kanal beim Hochsauerland Gaming.
Als kleinen Tipp noch vorneweg, für das nächste Game brauche ich das Lenkrad. So Leute, und jetzt könnt ihr eigentlich eins und eins zusammenzählen, was hier für ein Game kommen wird, wenn ich sage, dass wir für das nächste Game das Lenkrad benötigen. Ja, da lasse ich euch jetzt mal freie Spekulation auf. Was ist hier? So. Haben wir das Mähwerk wunderbar nach Hause bekommen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, wir haben keine Felder zum Mähen. So, sehr schön. Jetzt muss ich noch mal schauen, weil das Mähwerk muss ich jetzt einmal absetzen. Weil das brauche ich nämlich noch nicht. Hier machen wir das nicht. Parken wir jetzt einfach mal hier rein. So, Moment, jetzt müssen muss ich mal gerade ich muss mal gerade die Ansicht hier anmachen, wo ich denn ja sehe, was wir hier haben. Das ist aber auch eine Xerion, hat aber auch hinten einen riesen Koffer dran hängen. So. Da stellen wir das nämlich noch hier hin. So, dann können wir das ausmachen. Ja, wir haben hier gar keine Flächen, wo wir im Moment irgendwie, ja, oder irgendwas, ja, was weiß ich, hier mähen können. Jetzt muss ich mal unser Schatzi hier holen. Das ist ja hier ein Stück unserer Verlobung. Die muss ich jetzt holen, ein bisschen rausscrollen. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo wir jetzt anfangen. Ja, ein paar Ballen haben wir jetzt. Ein paar Ballen haben wir. Die reichen uns jetzt auch erstmal. Zurück. Also wenn mich nicht alles täuscht, Leute, wenn ich habe das glaube ich schon mal gesehen, gibt es diese Quaderballenpresse mit Wickler hinten dran von Klaas. Da bin ich mir aber jetzt nicht so ganz sicher. Ihr könnt das mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht kennt der ein oder andere das, oder vielleicht hat der ein oder andere das sogar auf seiner Farm. Könnt mir auch gerne mal ein Bild schicken davon, wenn ihr sowas bei euch auf dem Bauernhof habt. Würde ich mich echt mal drüber freuen, wenn mir das mal jemand schicken würde. So, ja, das ist hier mal in den Kurven nicht ganz so einfach. Aber wir werden auf jeden Fall hier genug Strohquaderballen rauskriegen. Da wird auf jeden Fall nichts anbrennen. Und die Ballen reichen uns auch erstmal, weil wir haben ja sowieso noch keine Tiere.
Ja, Tiere, das ist auch noch so ein Thema. Auf jeden Fall wird es Kühe zuerst geben, Leute. Das sage ich euch schon mal. Kühe wird es als erstes geben. Boah, die Ballenpresse ist natürlich auch, leck mich am Ärmel. Ist schon ein Monster, ne? Diese Quaderballenpresse von Klaas. Die macht hier schon richtig gut was her. Haben wir hier noch so ein kleines. Ja, alles können wir nicht einsammeln, Leute. Das ist so, wenn ich jeden Fitzel hier einsammeln will, da bin ich ja in 3 Stunden noch am Spielen. Nur allein, um diesen Kack hier zu pressen. So, ja, Leute, wenn ich auf die Uhr schaue, ja, das war's auch schon wieder mit der Aufnahme. Wie gesagt, wir haben jetzt das Mähwerk gekauft, werden uns jetzt bemühen, hier Gras zu mähen. Deshalb würde ich sagen, Leute, macht's gut. Bis ein zu den nächsten Videos wieder. Wir sehen uns hier beim Hochsauerland Gaming. Macht's gut. Tschüss.